zwar, wir werden jetzt von da, werden wir zum Kapitelplatz gehen. Und ja, da können wir dann richtig, da haben wir viele Leute, die uns zuhören werden. Und da können wir dann richtig unsere Belange auch anbringen. Zentriert auf einen Punkt am Kapitelplatz und nur heute. Und am nächsten Sonntag geht es weiter, wie gehabt, mit der Marsch. Wir müssen jetzt einfach rübergehen, es ist doch einfach. Wir machen ein großes Primbamborium und drüben stellen wir uns auf und dann sagen wir, was sag ich denn, sagen wir unsere Standpunkte. Der Elvis ist da, es sind mit ein paar Leuten schon geredet, wo auch gern was sagen. Es gibt so viel zum sagen. WHO, alles Mögliche, was die wieder planen und so weiter. Und wir haben dann auch noch einen ganz guten Zuhörer, nämlich den Erzbischof, dem werden wir auch noch ein bisschen dem werden wir auch noch ein bisschen was sagen. Ja, dem würde ich sagen, dann gehen wir. Der will noch kurz was sagen. Also, ja, aber ganz gut, ganz kurz. So, hallo liebe Freunde, hallo Salzburg, hallo korruptes, verdrotteltes Österreich. August Mödinger, einer der vielen Vertreter der ÖVP. Ihr wisst, die österreichische Verbrecherpartei, es gilt natürlich auch nach über 3 Jahren nach wie vor die Unschuldsvermutung, hat kürzlich gesagt, dem Volk und dem Land geht es gut. Wir sind zwar der Insolvenzspitzenreiter in Europa, aber er hat gesagt, die Kaffeehäuser, die Restaurants und die Shoppingtempel sind voll. Ich hätte aber gesagt, bevor wir jetzt losgehen, machen wir mal einen Blick darüber zum Restaurant, dem Magno, die unglaublich voll der Gastgarten da ist. Ich glaube, der August Mögginger hat da eventuell ein bisschen daneben getreten mit seiner Aussage. Das macht aber nichts, das haben die Herrschaften von der ÖVP ja öfter schon mal. Wollte nur darauf hinweisen. Der weitere Punkt ist, ja, wir machen heute, weil man uns das so vorschreibt, ganz ohne Exekutive. Wir müssen nämlich die Kräfte sammeln, damit sie quasi in Zukunft ohne Führerschein und ohne körperlichen Eignungstest einen Marathon beschützen können oder so. Ein kleines Stadtplatz-Hopping, damit uns die Touristen zuhören und jene Salzburger, die sich einen Kaffee noch leisten können. Angebrachter wäre es ja meiner Meinung nach, wenn man sie vielleicht an den Zieleinlauf des Marathons stört, wo man auch wahrgenommen und gesehen wird und wo wirklich das Volk vertreten ist. Aber das ist nur so ein Einfall von mir. Der Roman und ich werden auf alle Fälle das heute mal machen. Wer mitgehen will, wir sind ja alle freie, souveräne Bürger, der kann sich ja gerne anschließen. Danke fürs Zuhören! Halb voll Gastgarten. Ne? Und das quasi mitten im Zentrum der Mozartstadt. Ne? Du musst dir anschauen, da ist jeder zweite Tisch ungefähr unbesetzt. Ne? Da hat er schon recht, der Mögliger. Aber wie gesagt, die ÖVP hat ja als Wirtschaftspartei stets recht gehabt. Der Untergang! Nein, es ist kein Untergang. Wir jagen nur einen Rekord nach dem anderen. Ich sage, Testweltmeisterland, jetzt Inflationsspitzenland. Ja, ich sage, die wissen schon, wie es geht. Thank you.
Unser lieber Max ist wieder zurück. Wohlbehalten haben wir ihn wieder in Salzburg in unsere Arme schließen können. Oder den einzigen Salzburger Fest, der verstanden hat, wo wir hingehen, oder? Nehmen wir an da, schaut's mal. Jetzt noch der Platz, von dem der Valentinus gesagt hat, da haben wir tausende Zuhörer. Ja, ja, die haben schattigen Filmdreharbeiten Parkplatz, wie er hier steht. Ja, sie haben schon gewusst, dass ich komme.
Jawohl. So, da kann man ihn ersetzen. Also hat er noch einen Ersatzmann bekommen. So, liebe Freunde, jetzt sind wir am Kapitelplatz angekommen. Wer es noch nicht mitkriegt hat, wir haben heute bezüglich diesem Marathon eine Planänderung vornehmen müssen. Es wäre sonst so gewesen, dass das Ganze eigentlich stattfinden hätte können, weil alle Einsatzkräfte, so wurde gesagt, im Einsatz sind. Gut, wir haben da kurz miteinander gehabt, auch mit der Polizei. Wieso sollen wir nicht einmal auch ein bisschen aufeinander zugehen? Es wurde eigentlich gesagt, dass wir nichts machen sollen, mit dem war ich nicht einverstanden. Und wir haben da längere Gespräche geführt, die waren so insgesamt 2 Stunden. Und wir haben uns geeinigt, dass wir da beim Kapitelplatz heute, haben jetzt eigentlich bis 17 Uhr Zeit. Da haben wir jetzt alle mögliche Zeit, unsere Belange vorzubringen. Und wir haben auch sehr viele Leute, die uns da zuhören. Ich denke, das ist doch sehr gut. Wir werden das ein bisschen abwechseln mit Trommeln, mit Musik, reden. Machen wir jetzt ein Ereignis draus. Und dann...